Lasse die Expertisen auf Schloss Drachenburg beginnen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich kriege ja nicht genug von dem Park hier. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wie darf ich die junge Dame nennen? Ich heiße Anna. Anna, freut mich außerordentlich. Anna, bist du alleine gekommen? Nein, ich habe meinen Freund das Tochterkind mitgebracht. Hallo Tochterkind, hallo Freund. Ist halt nicht blöd mit diesem Abstand. Ja. Was hast du denn da mitgebracht überhaupt, Anna? Was ist das für ein Ding? Also, soviel ich weiß, soll es eine Wodka-Schale sein. Aus dem russischen Zarenhaus. Also, schwarz auf weiß habe ich es nicht. Aber wo hast du es denn her? Das gute Stück gehört meinem Opa, ja, der mich beauftragt hat, hierher zu kommen. Mhm. Wo hat der Opa das denn her? Er hat es vor 30 Jahren bei einem Antiquitätenhändler gekauft. Und der hat ihm erzählt, das ist vom Zar persönlich? Ja. Liebe Heide. Ja. Sollen wir vielleicht mal damit anfangen zu klären, ob das eine Wodka-Schale ist? Könnte es sein. Zunächst einmal ist es wirklich ein sehr reizvolles Goldschmiedobjekt. Und wenn man da durchschaut, sieht es so aus, als würde man in eine Kuppel mit Buntglasfenstern sehen. Vielleicht eine Palastkuppel, eine Kirchenkuppel, eine Kathedrale. Und die Herstellung erschließt sich nicht so ohne weiteres. Ich will es mal erläutern, wie das überhaupt gemacht wurde, weil schon die Form ist sehr kurios. Also auf einem runden Stand hier wurden diese Rippen hohlgetrieben und angelötet. Und zwischen diesen Rippen wurde Filigrandraht in offenen Mustern zusammengelötet. Und zwar solche Muster, dass dann kleine Blüten entstehen lässt, Blätter entstehen lässt und Tropfen entstehen lässt. Und in einem wunderschönen Farbschmelz, nämlich in Glasschmelz, sind diese kleinen Zellen ausgefüllt. Und diese Technik nennt sich Email à jour, Fenster-Email oder auch Plique à jour genannt. Also wirklich eine sehr aufwendige, sehr heikle Technik. Und der Hersteller ist hier auch gestempelt. Und zwar handelt es sich um Ivan Petrovich Klebnikov. Und das ist eines der herausragenden Hersteller. Er besaß außerdem das Hoflieferantenprivileg. Von daher ist gut anzunehmen, dass er Stücke auch ins Zarenhaus lieferte und aber natürlich auch frei verkaufte. Also es muss nicht direkt aus dem Zarenhaus gekommen sein. Darüber hinaus gibt es hier noch die Marke, die von dem Beschaumeister eingeprägt wurde, nämlich Ivan Lebedkin. Auf dieser Marke befindet sich auch noch der nach links blickende Mädchenkopf mit der sogenannten Kokoschnik-Haube. Und diese weist dann auf 1899 bis 1908. Damit lässt es sich in diese Zeit datieren. Zusätzlich hier auch noch eine 84. Und diese weist auf den Feingehalt von 875er Silber, was vergoldet wurde. Was wir hier haben, ist wirklich eine typische Moskauer Arbeit im typisch russischen Stil. Und darüber hinaus zeigt sie auch noch westeuropäische Einflüsse, französische Einflüsse des Art Nouveau. Also eine Wodka-Schale sei mal dahingestellt, weil ich glaube, es ist nicht so einfach, aus so einem reliefierten Grund zu trinken. In erster Linie handelt es sich hier um ein Vitrinenstück, das in die Vitrine Licht hineinbringt und das zum Strahlen bringt. Es ist wirklich ein wunderschön, aufwendig, anspruchsvoll gearbeitetes Kunstwerk. Ein Schmuckstück, ein Kunstwerk oder wie meine Mutter gesagt hatte, ein Stehrümpchen. Wie hoch ist denn der Wunsch? Also den Wunsch, den ich von meinem Opa mitgebracht bekommen habe, es liegt bei 500 Euro. Könnte es womöglich sogar mehr geben? Das ist ein Stück für den internationalen Kunsthandel. Und so etwas wird gehandelt im Durchschnitt mit 3.500 bis 4.000 Euro. Ich darf dich leider jetzt nicht festhalten. Stütz dich nach vorne. Ich finde es so schön, ich würde dich so gerne in den Arm nehmen jetzt, aber... Haut mich aus den Socken, wirklich. Ich habe was anderes Schönes. Vielen lieben Dank. Bitteschön. Ist genauso viel wert. So, wen du aber drücken darfst, das sind natürlich deine beiden Lieben. Und jetzt würde ich sagen, ab hoch ins Schloss und die Kohle holen. Vielen Dank. Bitteschön. Vielen Dank. Viel Glück. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Ein prachtvolles Goldschmiedeobjekt, das viel mehr wert ist als ursprünglich gedacht. So, bis später. Bis später, viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Ab hier ist Anna auf sich allein gestellt. Daumen drücken, dass ihre kleine Antiquität großes Interesse weckt. Hallo. Guten Tag. Herzlich willkommen. Da sind wir aber mal gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, schauen wir direkt mal nach. Immer einer der spannendsten Momente, wenn man nicht weiß, was da kommt. Absolut.
Und es könnte alles sein. Naja, keine Kommode. Eine Kommode wird schon. Kann nur was Kleines sein. Und Susi. Oh. Ah! Oh. Super klein, aber Fliegerschuhe. Oh. Fenster im Mai. Mhm. Ja. Genau. Genau. Wie heißt das? Ist das Französisch? Oder Russisch? Nein, das ist Russisch. Ah, schön. Ist auch gestempelt, 84 Solotnik. Super. Sehr schön, Silber. Emailliert. Tolle Arbeit. Wo haben Sie das her? Das gehört meinem Opa. Das hat er vor 30 Jahren beim Antiquitätenhändler gekauft. Konnte der Experte was zum Hersteller sagen, der es gemacht hat? Das ist ja auch signiert. Ja, das ist der Klebetnikow. Klebetnikow, genau. Und Lebetkin ist der Beschauer. Ja, ja. Also sind wir da schon im Bereich des russischen Zarenhauses. Ja, genau. Lieferanten. Wow. Die sind sehr besucht im Grunde genommen, diese durchgehenden Emaillekowsch. Es ist ja eigentlich ein Schnapsbehältnis sozusagen. Das dachten wir auch, dass es eine Wodka-Schale wäre. Ja. Es ist aber wohl nur ein Dekorationsstück, ein Vitrinenstück. Also, okay. Ja. Das müsste im Top-Zustand sein, wie ich das sehe. Das ist ein sehr gutes Wahnsinn. Also, wenn man es gegen das Licht hält, ist irre. Ja, ein kleiner Abklatsch. Ach Gott, ein, zwei, das ist ja echt wahnsinnig schön. Entzückend. Wirklich sehr, sehr schöne Handwerk. Ja, das ist schon gut. Ja, das ist wie eine ganze gotische Kathedrale. Genau. So viele kleine Fenstergläser. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist die Arbeit, wenn man sich nicht vorstellt. Wow. Ja. Es heißt auch im Französischen Plique à jour oder Zellen-Email. Guck mal, wie es leuchtet. Ja. Das kann Ihnen heute keiner mehr machen. In Europa jedenfalls nicht. Vielleicht irgendwo in China. Das ist ausgestorben. Deswegen ist es ja auch so beliebt. Aber dann schiebst du das gleich nochmal rüber. Ja. Schön, auch schwer gemacht. Ist auch 1910 entstanden ungefähr. Also, zwischen 1899 und 1908. Ja. Genau. Dann fangen wir mal an mit 300 Euro, dass jetzt mal hier Summen ausgesprochen werden. Oh, 300 Euro ist aber nicht viel. Ja. Oder kommt bestimmt noch was. Ja. Ich sag 500. Ich würde da Wodka draus trinken und sag 600. 750. Jawohl. 800. Wie? Gehst du da drüber? Ja. Nee. Doch. 1000 Euro bei mir. 1050. 1100. 1150. 1200. 1250 von mir. 1300 von mir. 1350. Da muss noch mehr kommen. 1400. 1500. 1550. 1600. Also, die Expertise lag bei 3.500 bis 4.000. Das ist schon noch mal ein deutlicher. Also, es ist noch ein bisschen Luft. Ich sag noch 2. Dann sag ich 2.1. Dann schauen wir weiter. Ich erhöhe noch auf 2.2. 2.3. 2.4 von mir. 2.5. 2.600. 2.650. 2.7. Lisa. Mhm. Deine gibst du mir die auch noch mal rüber, bitte? Ja, gern. Natürlich. Ich kaufe sie sehr gerne für 2.700 Euro. Wenn ihr, 2.750. Nee, ich bin da jetzt raus, an der Stelle. 2.8. 2.850. Schritte werden langsam kleiner, aber es geht in die richtige Richtung. 2.9. 3.000. Machst du noch 50? Nee. Ich will sehen, wie der Daniel Wodka daraus trinkt. Jawohl, ich lade dich ein. Ja, super, aber mit einem zweiten Becher für mich. Ja, Corona. Verkaufen Sie es dem Daniel für 3.000 Euro. Wenn nichts mehr kommt? Ich wurde zäh. Sollen Sie? 3.000 Euro. Ich wusste es! Oh, jetzt ist es teuer, Daniel. Und 50. Na, und 3.2. Und 50. Und 3.3. Dann bin ich raus. Kommen wir ins Geschäft mit 3.300 Euro. Dann machen wir das. Prima. Ja, super. Schön. Super, hat sie toll gemacht, ne? 3.3? Ja. Sensationelles Objekt. Schön. Meine Herren, das ich habe nicht mit so viel gerechnet, von daher. Ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Ja. Aber das ist wirklich ein Traum. Mhm. Ja. Nichts mit dem Wodka, Daniel, hm? Ja, das ist richtig.
komme ich zu Susi zum Würstwodka trinken. Genau. Ist doch gut. Nach Corona. Das ist ein Schälchen. 4, 6, 8, 1000. 2, 4, 6, 8, 2000. 2, 4, 6, 8, 3000. 200 und 300. Vielen lieben Dank. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie. Viel Freude damit. Danke. Vielen Dank. Von Ja. Alles Schöne. Ja, war schön. Vielen Dank. Tschüss. Ich laufe immer mal im Maus. Tschüss. Wow. Sehr schön. Siehst du mal, Daniel. Russischer Hof. Man soll das Fell nie verkaufen, wenn man es noch nicht erlegt hat. Man soll einfach nur auf seinen Man soll den Bären nicht zerteilen, wenn man ihn nicht erlegt hat. So geht der Spruch. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so toll von alleine läuft. Also ich musste gar nicht viel machen. Die Schale hat für sich gesprochen. Und ich freue mich jetzt einfach.